dabei, deine eigenzüge Geschichte. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Ha! Sie war jung, das Herz war rein und weiß, und jede Nacht hat ihren Preis. Ich sag, sugar sweet, you got me rapping to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sag, baby, no, I miss my fucking friends, in mein Jack and Joe and Jill. Verständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was ihr jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, währenddessen ich noch rauch. Die Special Places sind ja wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auf. Dort singen Radide, oh, 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 oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh. Klar, Herr Kommissar. Ha! Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's auf die Welt. Und dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle Tunnels fahren, kennt heute jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Oh, oh, oh. Schau, schau. Respekt. Danke. Diesen Ösi-Dialekt hast du dir gut drauf geschafft, ne? Habe ich gelernt in der letzten Woche. Patrick, wie hat der Marco diesen Fall gelöst? Ja, danke Marco, danke. Durch dich durfte ich jetzt Falco mal auch wirklich live erleben. Ich habe das leider immer verpasst gehabt. Ja, ich fand das wirklich hundertprozentig authentisch. Ja, ich habe total mitgefiebert und wenn einer Falco sehen kann, dann glaube ich nur du. Danke Patrick. Fernanda, wer ist der Täter? Wer ist der Täter? Ich weiß nicht, Herr Kommissar, wer ist wohl der Täter? Marco hat gut abgeliefert, wie eigentlich fast immer. Ich glaube, du fühlst dich sehr wohl in so Rollenspielen. Man merkt, da gehst du richtig auf, da hast du Spaß mit. Ich liebe Falco, ich liebe diese arrogante Überheblichkeit, die er auf der Bühne hatte. Ein bisschen was davon hast du heute auch übernommen, was ich auch sehr gut fand. Was ich sehr gut fand, dass du deine Sonnenbrillen kommen super, aber schaffen sehr viel Distanz. Wenn man sie abnimmt, dann die Augen sind das Fenster zur Seele. Gut, dass du es gemacht hast. Schöner Auftritt. Die musste runter, es war klar. Ja. Herr Hauptkommissar, was machen wir mit dem Verdächtigen? Ja, das ist ganz, ganz schwierig, weil du hattest bei mir natürlich so einen Vorschuss irgendwie, ja, endlich mal ein sympathischer Akademiker hier, der Arzt werden will und so weiter. Und dann kam so ein bisschen für mich der Stillstand bei dir. Ich war damals dabei, 1982 in Hamburg, kam Falco an, hatte seine erste goldene Schallplatte da bekommen und wir haben dann so gequatscht an dem Abend und so weiter und das war einfach eine Persönlichkeit durch und durch. Ja, also dieses hier von wegen, was sie meint, arrogant und überheblich, das war ja nur eine Rolle, die er gespielt hat. Eigentlich war das ein völlig trauriger Mensch, der in seinem Selbstzweifel gelebt hat, aber Falco hat ja eben ein Star-Appeal ohne Ende. Und das ist ja eigentlich genau das, was wir hier suchen. Und das Problem, ich glaube, ehrlich gesagt, und damit will ich dir nicht wehtun, ich glaube einfach, dass du ein Mega-Arzt bist, der ganz toll singt. Aber ich glaube nicht an dich so als den Superstar, das glaube ich nicht. Okay.
Du hast deinen ersten Titel hinter dich gebracht. Und ja, was mich interessieren würde jetzt, ist Falco ja tatsächlich in Österreich so ein Nationalheiliger, ne? Auf jeden Fall. Also, hast du großen Respekt gehabt vor dem Titel? Na klar, also es ist auch so ein bisschen ein kleiner Tribute an meine Fans auch in Österreich, die jetzt ja nicht hier sein können. Und natürlich Falco, das ist wie die Bundeshymne, wenn man von dem was singt. Und da trauen sich nicht viele drüber. Ich habe es probiert und ich glaube, es war gar nicht so schlecht. Jetzt...